Wisst ihr, was mich seit Jahren an meinem Mac nervt? Es ist nur eine Kleinigkeit, aber es nervt mich einfach. Wir haben hier ja das Launchpad, mit dessen Hilfe wir alle auf dem Mac installierten Programme anzeigen können. Und wenn wir hier lang auf ein Programm drücken, dann erscheinen hier oben Xe und mit Hilfe eines Klicks auf dieses X können wir die Applikation entfernen. Was wir nicht entfernen können, sind solche Sachen hier, wie diese Civilization-Verknüpfung. Weil dieses Spiel über Steam installiert wurde, können wir das nicht über die Launchpad-Oberfläche löschen. Das gleiche gilt hier übrigens auch für dieses Spiel. Und ich glaube, ich habe jetzt endlich herausgefunden, wie man das löschen kann. Ich habe das schon mal herausgefunden, das ist allerdings ein paar Jahre her, deswegen wusste ich nicht mehr genau, wie das funktioniert. Wir gehen in den Finder und dann gehen wir hier zum Beispiel auf Programme und wenn wir jetzt Option drücken, wird uns hier unten so ein Quick Link angezeigt. Ich glaube, damit das angezeigt wird, muss man erstmal in den Finder Einstellungen unter erweitert Ordner oben anzeigen. Möglich, dass das damit was zu tun hat. Ich bin nicht ganz sicher. Vielleicht wird euch auch das so angezeigt, wenn ihr Option drückt. Dann klicke ich auf Macintosh HD und jetzt dachte ich auf Application Support, dass ich da irgendwas löschen muss. Aber nein, wir gehen jetzt auf den Benutzernamen. In dem Fall ist das Syntux. Und hier werden mir jetzt die Apps nochmal angezeigt. Und wenn ich das jetzt lösche, dann sollte es eigentlich auch aus dem Launchpad verschwinden. Ich habe es geschafft, Leute. Ich weiß, das war ein sehr kleiner Tipp. Viel mehr gibt es auch gar nicht zu sagen, aber vielleicht ist das ja für den einen oder anderen von euch hilfreich. Ich freue mich, dass ich jetzt endlich ein aufgeräumtes Launchpad habe. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Hinterlasst mir gerne konstruktiven Kommentar, Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Bis dahin macht's gut und tschüss.